Heute zeige ich euch, wie man einen Flachbildfernseher an der Wand montiert. Ich habe dabei auch noch eine ausziehbare oder so eine Halterung, die man rausziehen kann und drehen kann. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht und wünsche euch dabei viel Spaß. So, und jetzt geht's los. Und zwar, ihr müsst als erstes euch eine Wandhalterung besorgen. Und zwar achtet bei der Wandhalterung auf die Kompatibilität der Anschlüsse. Hier steht WESA 500 bis 400. Und wenn man die Schachtel umdreht, dann hat man hier hinten die gesamten WESAs, diese Normen, die passen. Und ich habe einen Fernseher, der hat WESA 200 mal 200. Das heißt, die Halterung passt zum Fernseher. Und dann können wir beginnen mit der Montage der Halterung. Zuerst werden wir die Löcher bohren. Und so, bevor wir mit der Montage der Wandhalterung beginnen, habe ich mir mal angeschaut, wie diese Stege hier an dem Fernseher sich halten. Das heißt, man schraubt die da an diesen Normbohrungen an. Diesen 200 x 200 bei mir in dem Fall. Aber was mir dabei jetzt aufgefallen ist, ja, dass wenn ich dieses Teil hier so anschraube, dann steht das da oben über. Und wenn ich von so auf den Fernseher drauf schaue, sehe ich immer diese Teile da abstehen. Und das finde ich äußerst unschön. Deswegen habe ich mich entschlossen, dass ich die Stege hier oben abschneiden werde. Das tut dem Ganzen keinen Abbruch, weil die Verbindung ist hier und hier. Und dann weiß ich auch, dass hier diese Kante da ist, diese Oberkante. Und anhand dessen kann ich dann auch ausmessen, wo ich die Bohrungen für die eigentliche Wandhalterung hier machen muss. Aber ganz wichtig eben, vorher immer mal schauen, bevor man sich ein Loch bohrt und so weiter in die Wand, wie wird denn das Ganze montiert. Und wie gesagt, mir gefällt das hier nicht, deswegen schneide ich das hier oben ab. Wenn ihr danach vorhabt, auf diese Halterung mal einen größeren Fernseher zu schrauben, dann solltet ihr das nicht machen. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, mir gefällt das einfach nicht, wenn diese Dinger da überstehen. Da drüben kommt nochmal dieselbe hin, dann steht das hier auch über. Das finde ich nicht schön. Deswegen schneide ich das jetzt ab. So, hier seht ihr nun, wie das aussehen würde, wenn wir das Teil nicht abschneiden. Ich habe das alte mal hier rangelehnt, da seht ihr hier eins und da drüben wäre nochmal genau dasselbe. Und ich finde einfach, das sieht doof aus. Daher schneide ich das jetzt ab. So, jetzt habe ich hier schon dieses Teil eingespannt und mir hier eine Markierung gemacht zum Abschneiden. Und ich habe hier diese Wippe hier unten, damit ich mir da nicht reinsäge, habe ich hier drüben einen Gummi angebracht, dann hält die nämlich immer weg. Und da beginne ich jetzt mit der Stichsäge zu schneiden. Mir ist noch was aufgefallen, als ich die Teile draufgelegt habe, ja, auf dem Fernseher ist mir aufgefallen, dass hier dieses Teil da in den Kunststoff reindrückt, was nicht sein müsste. Es ist wahrscheinlich nur ein bisschen Kosmetik, aber deswegen werde ich hier auch noch mal ganz ein kleines Stück abschneiden. Also auf der anderen Seite in diesem Beispiel, da drüben, ja, nur ein ganz kleines Stück. So, was ganz wichtig ist, wenn ihr mit der Stichsäge schneidet, bitte vergesst auf keinen Fall zwingend die Brille, ja, dass euch keine Späne, gerade beim Metallschneiden, in die Augen fliegen und euch da verletzen. Und als weiteres, wenn ihr öfter schneidet, ganz sinnvoll, Hörstöpsel. So, jetzt beginnt's mit dem Schneiden. So, was noch wichtig ist, ich verwende hier eine Stichsäge. Und ich habe mich jetzt hier entschieden, dieses Teil werde ich danach wegschmeißen. Deswegen spanne ich das hart ein. Ich muss nur aufpassen, wenn ich hier komplett durchgeschnitten habe, dann fällt mir das Teil runter. Deswegen will ich hier jetzt so anfangen. So.
dann wechsle ich jetzt, kann hier das Ding halten, schneide ich mal mit links, aber vorsichtig. Vielleicht kann ich so ein bisschen herbiegen und so direkt abbiegen, weil da habe ich ein bisschen ein Problem, dass das Sägeblatt gar nicht so lang ist. Ihr seht, das ist ein Metallsägeblatt. Das ist nicht so lang. So, jetzt haben wir hier einen ganz scharfen Grat. Grat nennt sich das. Und hier auch. Und den feile ich jetzt noch ab. So, jetzt das Entgraten, das geht ganz einfach. Man fährt einfach mal so drüber mit einer Feile und dann greift man hier drüber und dann merkt man, es ist nicht mehr scharf. Da, wo ich das jetzt abgebrochen habe, ganz wichtig an der Stelle, mache ich das auch so. Ein bisschen mehr drüber feilen. Im Zweifel kann man es auch nochmal einspannen, aber das passt dann so. So, dann ist hier alles hier innen, also ihr müsst jede Kante im Prinzip bearbeiten. Ja. Jede Kante, damit ihr euch da nicht verletzt. Und dann ist das Teil auch schon fertig. Das machen wir jetzt mit dem anderen auch. Und dann ist die Halterung soweit bearbeitet, dass wir weitermachen können mit der Montage. So, jetzt nachdem ich die Teile abgeschnitten habe, ja, hier abgeschnitten, weil ich da hier wegen dieser Dings ein bisschen Angst hatte, wegen diesem Radius, weil hier der Kunststoff ein bisschen rausgeht. So, habe ich es hier abgeschnitten. Naja, hier gilt auch das alte Sprichwort, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hätte ich mir die Beschreibung durchgelesen, wäre ich da drauf von der Halterung, hätte ich hier gesehen, dass hier so Kunststoffabstandhalter gibt, die man da reinmachen kann, da drunter. Tja, dann hätte ich das hier nicht abschneiden müssen. Aber was soll's? Die Stichsäge hat sowieso mal ein bisschen Auslauf benötigt. Haben wir ein bisschen geschnitten. So, jetzt aber mache ich die da unten rein. Beziehungsweise ich habe mich jetzt für diese Schraube entschieden. Da gibt es so ein Set, da sind ganz, ganz viele Schrauben drin bei dieser Halterung. Ich nehme jetzt diese längere Schraube, drehe die einmal probehalber so rein. Ja. Bis in den Anschlag, das heißt, jetzt geht es nochmal weiter. Ja? Und dann schaue ich mir an, hier mit dieser mit diesen Bolzen habe ich dann schon einen gewissen Abstand. Und was ich dann noch reinmache, ich mache noch zusätzlich dieses Plättchen oben rein. Das stellt dann sicher, dass wenn ich die Schraube ganz fest anziehe, dass die Belastung nur ans Gewinde geht und dass ich nicht im Gewinde Boden durchdrücke und mir den Bildschirm zum Beispiel kaputt mache. Das wäre natürlich fatal. So. Das heißt, ich mache das da raus und nehme diese zwei Unterlagscheiben und lege die da so rein, da so drauf. Dann das da noch drauf, mach das so jetzt nach oben, dann geht das so durch, so, dann fädle ich da so ein, so, und jetzt kann ich ganz locker schon mal anschrauben hier, so, und genau so eine zwei Unterlagenkombination mit diesem Blechscheibchen da mache ich jetzt an allen vier Enden und dann haben wir es auch schon. Ja, dann ist die Halterung hinten am Fernseher montiert. So, jetzt sind die Schrauben alle drin und die Halterung hier hält. Das heißt, ich kann den jetzt hier schon so aufheben, den Fernseher. Er hält schon. Ja. Was noch jetzt zu bemerken war, was hier komisch war bei diesem Fernseher, und zwar hier war die Buchse
nicht so tief drin wie an den anderen Löchern, weswegen ich hier oben noch eine so Kunststoffscheibe reingemacht habe. Ja. Zuerst, erinnert euch, vorhin hatte ich die unten drin, dann bin ich aber drauf gekommen, dass die anderen Löcher, wenn ich zwei Beilagscheiben unten reinmache, dass es nicht mehr ausreicht. Deswegen habe ich die bei den anderen drei Löchern weggelassen, da habe ich nur eine Kunststoffscheibe untergelegt, ja, und einmal das Metallteil oben. Und hier habe ich ein Kunststoffteil hier unten drin, die Metallscheibe hier oben drin und dann nochmal so ein Kunststoffring drüber. Ja, dadurch klappt das. So, und jetzt haben wir das Wichtigste eigentlich. Wir wissen jetzt, wo hier diese Halterung oben ist, ja, wo die Position ist, bezogen auf den Fernseher. Und jetzt können wir uns überlegen, wo wir den Fernseher oder wo wir die Halterung montieren müssen, dass wir die Position des Fernsehers erhalten, die wir gerne wollen, weil uns kommt es ja darauf an, wo der Fernseher hängt und nicht, wo die Halterung jetzt montiert ist. Das werden wir jetzt ausmessen. So, jetzt montieren wir noch die Fixierung für die Neigung. Da haben wir hier diese Schrauben. Das heißt, wir gehen da innen rein, da ist so ein Loch, machen das da so durch, dann kommt diese Scheibe mit diesem zylindrischen Absatz da so drauf, ja. Und dann dieser Verstellteil hier, ja. So, da kann man das dann fixieren und nochmal so schwenken, ja, so. Und da gibt es dann auch für die andere Seite hier ist auch nochmal ein Loch. Ja, da gibt es genauso nochmal dasselbe. Ja, da gehen wir hier so rein. So, und da kommt auch dann von außen diese Unterlegscheibe aus Kunststoff drauf mit dem zylindrischen Teil so nach innen. So. Und dann wird das hier auch ganz locker festgeschraubt. So, damit man das dann so verstellen kann. Ja. Und richtig fixiert wird es dann hier. Also wenn wir das jetzt alles locker machen und wir machen das ein bisschen fester, in dem Moment, wo wir da anziehen, zieht dieses Blech hier rüber und hier entsteht auch eine Spannung, sodass diese Schraube sich nicht mehr lösen kann. Ist eine ganz clevere Geschichte. Kommt auf der anderen Seite da drüben auch nochmal dran. Und dann ist die ganze Montage hinten am Fernseher fertig. So, jetzt hier die Montagelöcher zu messen, ist eigentlich ganz einfach. Ihr habt das hier so. Wir hängen das einfach mal hier so ein. Wichtig ist, ich habe den Fernseher hier so liegen. Und zwar, das ist hier eine Matratze, damit das ganz weich ist und damit das Display auf keinen Fall beschädigt wird. Jetzt mache ich diese Halterung hier oben so drauf. Die ist bei mir schon ziemlich schwer, diese Halterung. Aber ich weiß in dem Fall, dass das der Fernseher ertragen kann, wenn die Halterung da drauf liegt. Wenn ihr eine ganz schwere Halterung habt, müsst ihr euch was anderes überlegen. Nicht, dass ihr das Display beschädigt, durch das, dass ihr diese Halterung hinten drauf legt. So, und jetzt kann man relativ einfach hier so messen. Ja, ich nehme mir da einen Winkel, um hier anzuhalten, dass ich ungefähr die Unterkante des Fernsehers habt. Passt auf, dass ihr unten das Display dann nicht äußerlich beschädigt. Und dann kann ich hier ablesen und weiß, aha, wenn die Unterkante hier ist, muss das Loch in diesem Fall auf 25 cm Höhe sein und das zweite dann auf 40, wobei das ergibt sich über die Dimension. Das heißt, ich mache jetzt hier eine Bohrung auf, ne, jetzt ist 24, naja, 24, 25 cm mache ich eine Bohrung, ja, und beziehungsweise dort, wo ich die Unterkante an der Wand haben möchte, gehe ich her und messe von dieser Unterkante 24 cm hoch und dann weiß ich genau, wo ich mein Loch bohren muss. Und das machen wir jetzt.
So, jetzt die Bohrungen. Ich habe mich entschieden, dass ich hier, 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 hier und hier eine Bohrung mache. Habe das entsprechend ausgemessen. Wichtig ist auch da, von den Rändern zum Fernseher zu messen. Ich habe es so gemacht, dass diese Kante und diese Kante vom Rand des Fernsehers gleich weit weg sind. Und habe die entsprechenden Maße dann aufgenommen und dann dieses Abstandsmaß und habe das auf die Wand übertragen. Um die Löcher und somit den, um die Löcher korrekt zu bohren und die Aufhängung waagerecht anzubringen, verwendet unbedingt eine Wasserwaage, so eine wie ich hier habe. Ja, ihr seht dann hier an dem Luftbläschen, ob die Löcher in der Waage sind oder nicht. Ja, verwendet das unbedingt. Das ist ein super Hilfsmittel und geht ganz einfach. So sieht es auf der Wand übertragen aus. Also wir haben hier die 1, 2, 3 Löcher, ja, und da oben nochmal 2. Was wichtig ist, schaut, bevor ihr bohrt, ob ihr keine Leitung habt in der Nähe. Da gibt es ein Leitungsprüfgerät, das ihr verwenden könnt. Ja. Ich mache das immer und gehe dann immer da drauf und schaue, aha, keine Leitung. Der meldet elektrisch oder Stahl meldet er. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Das heißt, keine Gefahr, dass ich in eine Leitung bohre. Und dann können wir auch schon loslegen mit Bohren. Müssen wir uns noch überlegen, welche Schrauben da sinnvoll sind, dass die das Gewicht tragen. So. Ich habe jetzt die Original-Zubehörschrauben genommen und zwar, da ist drin ein 10er Dübel und eine 8er Schraube. Das heißt, ich werde da jetzt 6 Löcher mit dem 10er Bohrer bohren, dann kommen die Dübel rein und dann schraubt man das Gestell schön da dran fest. Ihr seht, das sind Schrauben mit einem 6-Kant-Kopf, die sind richtig massiv, die kann man schön stark anziehen, damit diese Halterung nicht runterfällt. Die ist auch für sehr schwere Fernseher geeignet. Ich habe hier einen 32 Zoll und den hält die Halterung leicht. Die geht von 30 Zoll bis nach oben und meiner ist eher in der unteren Größe. So, jetzt geht's los. Jetzt bohren wir da. Am besten immer gleich saugen, dann geht der Dreck nicht so weg. Und dann müsst ihr am Schluss nicht so viel zusammensaugen. So, und so macht er das mit allen Löchern und dann kann nämlich hier schon der Dübel rein. Ich habe jetzt relativ tief gebohrt, deswegen, ich probiere einmal noch, ob die Schraube reinpasst. Ja, die passt komplett rein und dann kann ich auch schon den Dübel so reinmachen und das erste Loch ist bereits montagetauglich. So, jetzt ist es fertig, vollständig festgeschraubt. Ich habe das mit dem Gabelschlüssel gemacht. Da kommen Unterlegscheiben rein. Und ihr seht jetzt, ich habe hier die zwei Schrauben näher gemacht, weil hier diese Säule ist, wo der erste Arm rausgeht. Ja. Zieht die mit Gefühl an, aber schon ordentlich. Und dann passt das Ganze. So, jetzt ist die Halterung angebracht. Man kann die jetzt auch gleich so zusammen so ranschwenken und hier ist noch eine Wasserwaage dabei gewesen und die zeigt auch, wir haben das richtig gemacht. Jetzt können wir das gleich so dran machen. So. Und jetzt wird der Fernseher dann da dran gehängt. Beziehungsweise man kann vorher hier noch Einstellarbeiten machen, das zeige ich euch noch. So, hier an diesen Schrauben kann man noch mit einem Imbus aufschrauben und hinten muss man mit einem Gabelschlüssel gegenhalten, wenn das hier so schief ist. Ja?
Ich konnte da jetzt das nicht so richtig feststellen, dass es wirklich schief ist. Die Wasserwaage ist ein bisschen draußen, aber wenn ich das dann rausschwenke, dann verändert sich auch der Pegel an der Wasserwaage. Das heißt, ich lasse das jetzt so, weil es ist nicht stark abweichend. Und jetzt hängen wir den Fernseher dran. So, jetzt kommt der finale Punkt, wo wir den Fernseher aufhängen. Da muss man natürlich jetzt ganz, ganz vorsichtig sein. Ja. So. Man hängt das jetzt da hinten rein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das jetzt alles gut läuft. Und zwar, wenn ihr einen schweren Fernseher habt, lasst euch da von jemandem helfen. Weil wenn das Ding runterfällt, dann schlecht. So, ich merke jetzt, ich hänge irgendwie nicht richtig. Aber man muss das da so sicherstellen, dass die Dinger richtig hängen. So, jetzt bin ich oben drin. Das müsste man jetzt auch so sehen, dass das hier richtig eingehängt ist. Ja. So, ja, man sieht hier seitlich, dass das eingehängt ist. Ja. Man da hochschaut, hier, das richtig eingehängt und jetzt wird diese Schraube hier zur Fixierung einfach hochgeschraubt. Und da müssen wir schauen, dass er ungefähr in der Mitte auch noch ist, so wie wir es haben wollten. Und dann ist das Ganze fertig. So, nun seht ihr das fertig montierte TV-Gerät. Und ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich würde euch bitten, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einfach ein Like oder abonniert meinen Kanal.